Hallo Leute, ich habe hier nochmal das Netzteil vom C128 in DCR, steht ja da, wieder auf dem Tisch. Weil mir ist wirklich aufgefallen, der 12-Volt-Regler, wo hier schon was dran geklemmt ist, ein Thermoelement fürs Thermometer, wird extrem heiß. Ich habe es eben noch einmal ausprobiert. Ich habe eine Diskette geladen und das Ding war kochend heiß. Ohne 12 Volt will der C128 gar nicht erst starten, habe ich ausprobiert. Auf der 5 Volt Regel nimmt er um die 2,5 Ampere. Bei 12 Volt habe ich einfach mal das Labornetzteil rangehangen. Da habe ich das hier einfach nur die 12 Volt Leitung rausgenommen, Labornetzteil drangehängt, hier drüber die 5 Volt und habe dann einfach mal geguckt, wie viel Strom nimmt das Ding denn eigentlich auf, wenn das Ding läuft. Mit Diskettenzugriff und alles. Also mehr als 600, 700 mA habe ich nicht gesehen. Da steckt ein L7812CV drauf. Der sollte eigentlich 1,5 Ampere können. Gekühlt auf alle Fälle. Und sollte nicht so heiß werden bei 600 mA. Ich habe hier schon was vorbereitet. Ich habe hier meine elektronische Last. Die werde ich da gleich mal anschließen. Wird um die, ja sagen wir mal 500 mA dauerhaft ziehen. Nebenbei werden wir die Temperatur kontrollieren und ich lasse eine Uhr mitlaufen. Ich habe hier jetzt meine Uhr. Da stimmt jetzt zwar die Zeit nicht, da ist glaube ich noch die Winterzeit drin. Kann man das erkennen? 15:41, wir haben es eigentlich 16:41. Werde ich jetzt hier mal anschließen. Jetzt muss ich nochmal gucken, da ist Plus. Die elektronische Last da dran. Natürlich braucht die auch noch Saft. Wo habe ich den Strom? Da. Die braucht ja auch noch ein bisschen Saft. Die steht jetzt auf, kann man das sehen? 66 mA. Ja, mit diesen Flecken da drinnen nicht beirren lassen. Ich habe da Öl reingemacht. Haben auch mal 600 mA, weil hier sieht schon der Encoder mag manchmal nicht so wie ich es möchte, so 600. Ich muss ihn noch mal auseinandernehmen und noch mal in Öl ertrinken oder mit Kontaktspray. Ich weiß nicht, ob ihr den daher sehen könnt. Ich glaube nicht. Nee, das seht ihr nicht. Ich werde es aber gleich noch mal ins Bild zeigen. Ich schalte ihn an. Wir starten mit 25 Grad. Hier steht 11,494, 600 mA on. Jetzt bin ich auf on, jetzt geht er bei 600 mA auf 11,8. Das sind vielleicht die Leitungsverluste. Und jetzt lasse ich das ganze Ding einfach mal laufen. Man sieht schon, 30 Grad, das steigt recht schnell. Ich lasse ihn jetzt mal eine Weile laufen und mal gucken, was da passiert. Ich mache das Mikrofon aus, weil ihr müsst mich nicht hören, während das hier läuft. Ihr könnt zugucken. Ich habe nämlich den Verdacht, also 40 Grad, dass der Spannungsregler einen weg hat, weil einen Ribbel habe ich nicht gesehen auf dem Oszilloskop. Überhaupt nicht. Wenn dann im 0, was waren das hier? 0,0 irgendwas Bereich, so ganz bisschen. Ich glaube, ich brauche gar nicht erst weitermachen. Ihr seht schon 60 Grad und das Ding, das ist jetzt hier eine Minute? Ein, zwei Minuten? Bei 600 mA? Mit Kühlkörper? Und das ist noch nicht mal richtig thermisch gekoppelt. Das ist einfach nur so dran geklemmt. Grad. Das Ding hat auf alle Fälle irgendwas. Der soll 1,5 Ampere können. Also mit 1 Ampere sollte er so bei um die 50 Grad liegen. Im Höchstfall. Mit Kühlkörper vielleicht noch ein bisschen weniger. Schaut mal, er ist schon bei 70 Grad. Ich sage ja, das Ding wird kochend heiß. Jetzt geht auch die elektronische Last an. 74. Innen sind 12,00, also jetzt steigt sogar die Spannung.
Gestartet sind wir mit 12,08, 12,8. Jetzt sind wir gleich bei 80 Grad. Das Ding hat auf alle Fälle irgendwas. Und ich nehme hier nur 0,6 Ampere, also 60 Milliampere. Könnt ihr das sehen? 60 Milliampere. Ja, war der Lüfter, der hat jetzt den Kühlkörper ein bisschen hier angepustet. 1-2 Minuten und 80 Grad, das geht gar nicht. Kein Wunder, wenn die Kiste da irgendwo extreme Probleme hat. Ich habe nicht rausgekriegt, wo der VDC den Strom herkriegt, was der für einen Strom kriegt, ob der 12 Volt kriegt oder was und warum die Kiste mit 12 Volt nicht will. Alle ICs, bis auf das Diskettenlaufwerk, die ICs, beziehungsweise nicht mal da die ICs, 5 Volt, nur der Motor kriegt 12 Volt. Der Motor vom Diskettenlaufwerk kriegt 12 Volt, alles andere auf der ganzen Kiste 5 Volt. Oh, das fängt schon an zu riechen. Nein, ich höre auf. Ich glaube, dann ist die Spannung auch instabil. Oder hat Ribbel drauf oder irgendwas. Ich habe jetzt ausgeschalten. Also es waren jetzt 2-3 Minuten über 80 Grad. Das passt vorn und hinten nicht. Ja, hier puste den mal ein bisschen an. Jetzt geht der aus. Also, jetzt muss ich gucken. Ich habe, glaube ich, kein 78012 oder 7812 besser gesagt, mehr irgendwie rumfliegen. Wüsste ich nicht, dass ich sowas habe. 12 Volt Regler. Ein 8 Volt hätte ich oder ein 5 Volt, aber 12 Volt nicht. Eventuell, weil da gehen 24 Volt rein. Eventuell habe ich aber noch ein Step Up oder Step Down, eins von beiden. Der ein kleiner, der bis zu 5 Ampere kann, glaube ich. Oder ich habe noch vielleicht noch einen anderen, den ich dann auf 12 Volt stellen kann. Und nehme den dann. Und mit 5 Volt. Der ist kalt. 5 Volt, der wird zwar auch warm, ziemlich warm, aber der nimmt 2 Ampere und wird hier anders geregelt. Das ist kein Linearregler. Das ist hier ein Längstransistor, das wird hier irgendwie von dem IC hier linear geregelt und über einen Thyristor irgendwie geregelt. Ich hab das Konzept nicht ganz verstanden, wie dieses Netzteil funktioniert. Anscheinend so ein Stückchen mit Schaltnetzteil, mein Gott. Irgendwie so in dem Dreh vielleicht mit Thyristor und so weiter, ein Vorgänger vom Schaltnetzteil oder was, ich weiß es nicht. Aber ihr habt es gesehen, also es ist auf über 80 Grad, also die Klemme ist noch gut warm. Auf über 80 Grad gestiegen bei 600 Milliampere Strombelastung innerhalb von 3 Minuten und das sollte 78012 gut vertragen können. Das sind ja gut 12 Watt Verlust bei 24 Volt, 12 Volt und 600 sind 25 Watt. Ich weiß nicht, was das für eine Konstruktion ist, aber das Netzteil nimmt nur kurzzeitig diese 600 mA. Der liegt so immer, was habe ich gesehen, so bei 200-300 mA, also die Hälfte. Und nur wenn er den Motor bewegt, den Kopf hin und her bewegt, dann springt er mal ein bisschen hoch auf 25 mA, auf 5, 6, 700 mA. Das geht gar nicht. Ich gucke jetzt mal, ob ich noch einen IC finde, beziehungsweise so einen Regler finde. Ansonsten, ob ich einen Step-Up-Down, keine Ahnung was Regler. Ich meine, ich habe noch irgendwo was gehabt. Muss ich gleich nochmal gucken. Oder ich habe noch irgendwo auf einer alten Platine irgendwie so einen Regler. Das geht nicht.
Kein Wunder, wenn die Kiste hier ständig irgendwelche Fehler produziert und wahrscheinlich liegt es auch damit an bei Zack McCracken, dass das mit der Diskette nicht hinhaut, dass er die nicht zu Ende ladet. Oder lädt, besser gesagt. Weil ich habe es ja bei Maniac Mansion auch gehabt, wo ich den nicht gekühlt habe, ließ es sich nicht starten. Wo ich den gekühlt habe, startete er. Der C64, den ich ja noch habe, der hat keinen Regler. Der hat nur Z-Dioden oder Dioden oder Transistor gesteuerte Geschichte für 12 Volt oder 5 Volt drauf oder so, was weiß ich. Der hat nicht mal einen 5 Volt Regler drauf. Ob der das vielleicht auch hat, dass der da irgendwo zu warm wird, die Spannung irgendwie instabil oder zu noisy, also zu rauschig oder wie auch immer er wird. Weiß ich nicht. Und dann die Bits oder Bytes oder was auch immer kippen lässt. Oder den Prozessor aus dem Takt bringt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich das gemerkt, dass der hier einfach viel zu heiß wird. Ich wollte einfach mal wissen, wie viel Strom nimmt denn die Kiste überhaupt, wenn das Ding einfach mal so läuft. Im Höchstfall 600 Milliampere und damit wird das Ding kochend heiß. Nein. Über 80 Grad? Nein. Das ist eindeutig viel zu viel. Gut. Wir sehen uns dann gleich wieder. Also ihr seht das hier gleich wieder. Wenn ich irgendwas gefunden habe, für mich wird das jetzt eine kleine Suchorgie geben, weil ich nicht genau weiß, ob ich überhaupt was da habe. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Es ist jetzt eine ganze Weile her. Ich war auf der Suche und habe gesucht und gesucht und nichts gefunden, was wirklich passt. Dafür habe ich aber noch ein RAM-IC gefunden, was man für den C128 nehmen kann. Ein AMD 27C256, ein 256 Kilobyte IC. Und ich habe noch eine andere Platine. Da ist noch ein M5L 27128. Das ist ein 128 Kilobyte IC zum Programmieren. EEPROM oder ja, EEPROM, nicht EEPROM, sondern EEPROM, UV EEPROM, sagen wir es mal so, UV löschbar. Da könnte ich mir JiffyDOS oder was auch immer für ein DOS drauf brennen, wenn ich wollen, ja, wie soll ich das? Nicht wenn ich wollte, sondern wenn ich es könnte. Wollen würde ich es gerne, aber können tue ich es nicht. Ich habe gesehen, für den C64-128 gibt es irgendwie ein EEPROM-Gerät, Gedönse. Ich meine, es gab auch schon eine Sache, die ich noch gesehen habe, mit einem Arduino Mini, Mikro, was weiß ich, dass man sich da was aufbaut. Es könnte vielleicht klappen, dass ich da irgendwas hinkriege. Wäre gar nicht so verkehrt, dann könnte ich mal das DOS bzw. BASIC und das JiffyDOS, nee, das DolphinDOS, was auf dem C64 ist, mal in das JiffyDOS umändern. Weil das DolphinDOS, das bringt es so einfach nicht. Das JiffyDOS bringt es ein bisschen mehr. Aber ich habe hier keine Spannungsregler oder sowas gefunden, die passen würden. Minus 9 Volt hätte ich gehabt. 18 Volt, 15 Volt, 5 Volt. Das habe ich alles, aber nichts in 12 Volt. Dann habe ich weitergesucht. Dann habe ich was gefunden. Das sieht so aus. Das ist ein Schaltnetzteil aus einem, sagt schnell, SATRE-Cyber. Das hat 3,3 Volt, 5 Volt, 30 Volt, 22 Volt und 12 Volt. Aber da irgendwie so mit da rein, wenn ich nichts anderes gefunden hätte, ja, wäre schön. Dann würde ich da irgendwie was versuchen. Mache ich aber nicht mit dem Teil. Habe ich das Teil-Ding noch gefunden? Das ist aber ein Step-Up. Der macht aus 12 Volt 62 Volt.
Also völlig verkehrt. Und habe ich noch was gefunden. Es war nicht das, was ich eigentlich finden wollte, aber das ist sowieso schon ein bisschen lädiert. Ein 12 Volt 3,5 Ampere AC-Adapter hier mit Kaltgeräte und wie auch immer, aber das Ding ist leider schon hier gebrochen mit den Schrauben, das ist da weggebrochen. Das werde ich gleich mal wieder in den Dings reinpacken, Stecker reinmachen, reinstecken und mal die Spannung messen. Was fällt denn da noch raus? Aus Plastikteile, ne? Ja. Ja, genügend Plastikteile ohne Ende. Mal gucken, ob der 12 Volt kommt. Ich brauche ja nur 12 Volt. Die 5 Volt funktionieren ja. Auch wenn ich da irgendwie 2,5 Ampere für ein bisschen viel halte, aber bei den ganzen ICs, die da drin sind mit 5 Volt, ja, mit den ganzen Peripherie, die da noch dran hängt, da sind 5 Volt mit 2,5 Ampere, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Gut, dass der C64 alleine nimmt nur ja, 700-800 mA, also knapp ein Ampere. Das ist das Doppelte in etwa, was der C128 nimmt. Das kommt aber hin bei den ganzen ICs, die da drin sind. Da ist noch der Zilog drin, da ist noch eine MMU drin, da ist RAM drin, da sind so viele ICs noch drin. Das kommt schon hin mit 2,5 Ampere. Ist aber nicht so schön, dass es so viel ist. Naja, gut. Aber das kann das hier aushalten, auch wenn der warm wird. Mit 5 Volt muss ich da mal gucken, was ich da mache. Aber erstmal muss ich die 12 Volt hinkriegen. Erstmal das Ding hier ein bisschen zumachen. Testen wir jetzt gleich mal aus. Am Ende hat es diesen Hohlstecker. Das ist ein ziemlich großer. Habe ich jetzt gerade mal die Dings da. Was ist das hier? 5,5 mal 2,8 oder sowas oder 3. Ich glaube 2,5 ist glaube ich der Standard, was sonst irgendwie so alles hat. Also das ist schon relativ große. Ist aber shit egal. Ketten hier wieder aufsammeln. Das hat eine Betriebsleuchte. Sollte jetzt nicht knallen. Es leuchtet. Kann man das sehen? Da leuchtet. Einmal das Multimeter. Ich schätze mal so rum. Center positiv 12,2 Volt. Center ist positiv. An die elektronische Last einmal angeschlossen. Milliampere. Weiß nicht, ob man das sehen kann. 7, 8, ja, ist der Lüfter. Ja, 1,6 Ampere, also es sollte wohl aus. Sollte wohl ausreichen. Ja doch. So. Das werde ich dann da jetzt rein adaptieren.
beziehungsweise adaptieren. Im Großen und Ganzen ist es eigentlich nur, ich habe hier irgendwo Spiegelklebeband gehabt, das dickere, oder da reinklemmen. Kann man reinklemmen, das hält schon. Erledigt. Netzteil ist drin. ja gut, das ist nicht schön, aber erstmal passend. Ich muss jetzt aber einmal die Buchse rauslöten, Kabel anlöten, dann hier hinten über den Schalter und hier werde ich den gelben ablöten hier und Masse mit dran und den gelben einzeln, dass die eine gemeinsame Masse haben, muss ich ja haben. Gut, mache ich dann gleich mal, mache ich Offcam, ist ja nicht so schlimm. Oder mache ich das jetzt, weiß ich nicht. Das war gerade am Strom. Denkt dran, in den Dingern kann noch Strom drin sein. An den 400 Volt Elko. Muss ich bloß mal gucken, wie kriege ich die Buchse da raus. Erstmal muss ich da den Plastikkram da rauskriegen. So. Einmal. Ja, ich werde das Kabel abschneiden, ist ja nicht so schlimm. So, und da noch einmal. So. Und jetzt müsste ich einmal das EMV-Shield. Oh. Kann man das sehen? Oh, oh. Ich glaube, der Elko hat den Elko jetzt zerlegt. Oder war das jetzt, ist das nur abgebrochen? Das sieht irgendwie nicht hübsch aus. Capscon nee, 120 μ 400 Volt. Was steckt hier drauf? 22 μ 450 Volt. Ja, es ist 4,5-fach weniger der hier. Aber es sollte doch theoretisch gehen. Ja, du kannst eigentlich wieder aus. Ich glaube, der Elko, den hat es zerlegt. Ich werde da mal kurz mit den Messspitzen beigehen, bevor ich da weitermache. Einmal kurz messen, da jetzt noch Saft drauf ist. So, vielleicht seht ihr das ja dann auch. Ne, das seht ihr jetzt gerade nicht. Aber so müsstet ihr das sehen können. Ohne da jetzt einen Kurzschluss zu machen. 0,5 Volt. Gut. Ist kein Saft mehr drauf. Sicher ist sicher. So, dann kriegen wir das jetzt so darunter, ohne da jetzt irgendwie. Also fest war was anderes. Das war nicht mal fest, das war
schon lose. Naja gut, das waren hier höchstens 0,5 Newton, mit der die Schraube eben hier gehalten hat. Ich muss das ja sowieso abmachen. Ist da noch mehr? Nee. Jetzt muss ich den hier abkriegen. Und den. So. Die waren nur geklemmt, da ist nichts geschraubt, da ist nichts geschraubt. Ist es reingeschoben? Nee. Da muss ich jetzt ablöten. Können wir ja machen. Kann ich ja hier machen. Sonst sieht das relativ okay aus. Ich nehme noch mal den Elko raus. Der sieht den, nee, der. Ich weiß nicht, das sieht man bestimmt nicht. Ich gehe noch mal dichter. Sieht man das? Der ist doch aufgebeult, oder was ist das? Ja. Nimm ihn raus. Messen ihn einmal, also ich denke mal. Ja, ist ja gut. Du bist so empfindlich. Da ist was warm geworden. Da, so ein Netzwerk. Was ist das? Da gehen 400 Volt drauf und... Weiß nicht, wie würde der Zero Brain sagen? Ein Snubber Network? Möglich, dass es das ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber der Elko hier, nee, also oben ist er noch zu. So. Kondensator. Der soll haben 120. Bäh. Weg. Wir nehmen den hier. Das Netzteil war schon einige Jahre nicht mehr am Netz. So. Ich glaube, das macht nichts aus, wenn ich dann 22 μ reinsetze, sind nur die Säule klebe. Mach den weg. So. Ich glaube, das ist besser, wenn ich den nehme. Muss ich bloß die Beinchen verlängern. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wo war Plus, wo war Minus. Das kriegen wir ja gleich raus. Minus war nach dahin.
Das ist ein Klebestreifen, so wie es aussieht. Nee, sorry. Sind das jetzt hier X- und Y-Kondensatoren? Weiß ich nicht. Der hier ist also egal. Egal. So, was ist hier? Das ist ja, das muss auf alle Fälle raus. Hat. Der eine hält noch. So. Die kommt weg. Warum haben sie denn da jetzt noch ein Kabel extra gelegt? So, weil die Leiterbahn da wohl zu dünn ist. Aber das macht nichts. So, weg damit. Jetzt brauche ich ein dreiadriges Kabel. Habe ich jetzt ein dreiadriges? Nein, habe ich nicht. Muss das dickes Kabel sein? Nein, muss es nicht. Muss kein dickes Kabel sein. Da reicht auch was dünneres. Oh, hier von diesem alten SAT-Receiver. Das reicht doch schon. Das machen wir so, den packen wir zur Seite. Abschneiden kann ich immer noch. Grün-Gelb habe ich jetzt leider keins da. Mal gucken. Das würde schon, ja, das reicht eigentlich schon aus. Habe ich die Kiste hier? Ja, habe ich. Gut. Ich weiß nicht ganz so VDE bla bla, aber wir sind hier unter uns. Ich glaube, da werdet ihr mir das auch bezahlen, ne? Das ist nur für mich. Wenn ich das für andere mache, dann natürlich nicht. Das ist nur für mich alleine so. Ich weiß, was ich hier mache. Für Fremdpersonal, sage ich mal so, mache ich das nicht so. Habe ich jetzt die Boris? Ja.
Sachen. Der ist gut. Ja. So, ich muss bloß einmal kurz hier das eine Loch ein bisschen. Das ist schon gut so. So, das da wieder rein. So. Der kann da rein. So. Gib mal her. Gott. So. Da. Ist eigentlich egal, wie rum. Warum immer wieder dasselbe? So. Was habe ich mir gedacht? Ei, heiß. So. So, wie mache ich das mit dem Elko? Da hatte ich doch irgendwo die andere Rolle da. Nehmen wir mal die hier. So. Jo. Zweimal. So, und gleich mal gucken. Ach, da ist der Spatzenreiniger. So, dann brauche ich
das Kistchen. Ah, vielleicht brauche ich die auch gar nicht. Wie lang waren die? Die waren ja extrem lang. Mal gucken. So, Linus hatten wir gesagt, ist da, der ist lang. So. Da ist doch noch eine. So. So. So rutscht der runter. Das müsste so passen. Einmal. Zweimal. So. Er ist drin. So. Oh, dass er da jetzt lose ist. Egal. Besser als der andere. Lieber ein bisschen zu wenig Mikrofahrrad als gar keine oder einen kurzgeschlossenen oder ausgelaufenen oder was auch immer. Der wurde natürlich jetzt gut gekocht durch die Stelle da unten drunter. Na ja, gut. Hat es umsonst und dann ist gut so. Der wird ja auch nicht muss ich mal gucken. Also rum was drin. Der PC bzw. der C128 wird ja jetzt keine 24 Stunden laufen. Nur im Höchstfall ein, zwei Stündchen. Ein, zwei, drei, vier Stündchen. Mehr ist es ja nicht. Und dann für etwa eine längere Zeit wieder nicht. Das ist schon
Okay, so. Was hier hatte ich denn da jetzt herausgeschraubt? War das mit oder ohne? Das war doch ohne, ne? Oder war das mit? Da schrauben wir halt mit rein. Selbe Spiel. Diesmal schrauben wir es gleich mal ein bisschen fester, weil fest waren die vorne nicht. So, das waren jetzt ungefähr Ton noch da, ja. Das waren jetzt ungefähr so Pi mal Daumen 10 bis 15 Newtonmeter. So, Pi mal Daumen. So, dann kommt der wieder da drauf und der kommt da wieder drauf. So. So. Dann war das drauf, aber andersrum. So. Das lasse ich. So. So, und jetzt brauche ich einmal was zum Absichern. Das macht ihr mir jetzt nicht nach, ne? Das wisst ihr. Das ist nur für mich. Nachmachen auf eigene Gefahr. So, der kommt dann daran. Damit ihr wisst, was ich vorhab. Der kommt daran. Der grün-gelbe da unten, das ist Erdungspunkt. Aber nicht so. So kommt er mir da nicht ran. Dazu nehmen wir Blau war. War das jetzt blau oder war das rot? Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, rot war anderthalb, ne? Ne. Ein. Der reicht. Ja, ich werde jetzt mit dem Lot da drauf. Oder? Klappt das? Ne, mit dem Lot da drauf. Klappt das nicht? So. Ein Quadrat.
toll. Und ja, das ist dafür, die ist dafür da gedacht. Ich werde das mal hier machen. Denn bei der Kamera, da kann ich nicht gucken. Geh doch da rein, Mensch. Was denn das jetzt hier? Ach gut, mit dir kriege ich nicht die Gewalt. Ah, noch eine. Das war... Dorn, die ist besser. Ja. Kann da oben auch noch mal. So. Einmal. Und dann noch mal. So. Der ist fest. So, da. Ist nicht perfekt, für mich reicht's aber. So, das soll da so rein. Das werde ich natürlich noch ein bisschen festkleben. Das dahin. Das Kabel kommt dann. Ja, am besten wie machen wir das? Das ist jetzt ja am blödesten. An der Platine unten drunter löten? Nee. Nach der Sicherung? Obwohl, das Ding ist auch abgesichert, das ist einzeln abgesichert. Wisst ihr was? Wir gucken einfach mal, wie wir das am blödesten machen. Ist ja hier oben noch angeschraubt. Katzahn. Am besten ist, ich löte das da mit drauf. Eine relativ dicke Isolierplatte drunter. Und kommen muss ich dann von der Seite. Ja. So. Und da so, ja. Machen wir das direkt am Trafo mit dran. Dann ist nochmal eine Sicherung zwischen. Und die Entstör-Elkos oder Kondensatoren besser gesagt. Auch noch. Und da ist ja Platz genug. So.
manuell geschalten wird hier. Den da. Lass den mal so lang, wie er ist. Mal so lang wie er ist und ja, na gut, man kann nicht alles haben. So. Wie auch immer das nachher da drinne ist. Ja, das passt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich glaube, ja. So. Wir gehen von der Seite. So. Und so. So. Ja, ich kann auch mit links löten. So. Dann das Kabel. Das muss ja daran. Oh, ein bisschen mehr. So. Abschniebeln. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Ich kann jetzt nicht mehr viel hier mit dem Dings bewegen. Volt raus. Geht über, ja. Die 12 Volt. Versorgen die LED mit. Was sitzt da noch? Da sitzt noch ein Elgo. Was sitzt da noch? Ne, die Ode. Noch ein Elgo. Aber die 12 Volt werden nicht noch für die 5 Volt Versorgung hier mit benutzt. So, dann einmal. Ja. Seht das jetzt so schlecht? Guck mal hier. Komm hier, hier. Komm hier. So.
Das geht. Damit ran. Ha, heiß. Das ist Masse. Das ist der Masse. Und da. Nehme ich jetzt mal den. Das ist so ein weiches Zeug gerade. Merke ich gerade. Reicht der gelbe Schnibbel? Nimm mal lieber den blauen, der ist ein bisschen größer. Mal gucken, ob er das jetzt hier irgendwie. Ich kann nicht viel schieben. Das sehen könnt. Ja, grausig aus. Heiß, 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 heiß. So. Das sollte jetzt passen. So nehme ich den. Bullchenbrenner. So. Schon ist das rein adaptiert. Muss ich erstmal hier ein bisschen Platz machen. So, das ist. So, kann ich so verlegen. Ist gut. So. Das hat noch ein bisschen Spielraum. So. Das kommt da angeschraubt dann. Was fällt mir hier alles immer runter? Meine Güte. So. Muss erstmal raus. Was passt? So, wir können ja gleich mal gucken. So.
Oh, mal gucken, kriegen wir das so hin? Ja, außer dass die Kabel hier alle im Weg liegen. Machen wir so. So, und jetzt kann ich das verschrauben. So. So. Für die da oben nehme ich mal nochmal den größeren. Die mache ich ein bisschen fester. So. Das war's. Noch eine andere, nicht ganz. Moment. Was vergessen. Natürlich die Erdung. Guck mal hier. So, Schraube durch. Sagt mir jetzt keiner, das ist nicht vernünftig hier. Erdung ist dran, plus minus ist dran, naja, plus minus. So, das muss ich jetzt nur noch in den C128 wieder einbauen und dann würden wir uns da wiedersehen. Jetzt habt ihr mir hier bald eine Stunde zugeguckt, wie ich das umbaue. Gut, dann machen wir jetzt hier Feierabend. Das war Netzteil, pimpen, bauen, machen, tun, neu machen, keine Ahnung. Das nächste Mal kommt dann, wir testen die ganze Geschichte aus und dann nochmal mit der ZECMEC-Kricken-Diskette, ob das dann läuft. Vielleicht war es wirklich nur ein Problem mit dem Spannungswandler hier, dass der so heiß wurde, dass die Spannung so beknackt wurde, dass das Spiel nicht mehr wollte. Das kann ich nie sagen. Also ihr habt ja gesehen, bevor ich hier das umgebaut habe, bis über 80 Grad innerhalb von ein paar Minuten bei 600 mA Strom, das geht nicht. Da ist das Ding hinüber. So, jetzt habe ich das Netzteil da dran. Da habe ich nochmal den Elko getauscht. Ich habe jetzt noch gar keinen Test gemacht. Das machen wir einfach mal. Einmal off. Einmal on. Wenn es jetzt bumm macht, ja, habe ich was falsch gemacht. Wenn es jetzt dunkel wird und Video zu Ende ist, beziehungsweise ich dann das nicht mehr reparieren kann, dann jo, so ist das. Warte mal, ich mache mal ganz kurz einen Stopp und dann starte ich es wieder und dann haben wir zumindest bis hierhin den Teil. So, und jetzt sind wir wieder da. Jetzt schalten wir das gleich ein. Also wenn das jetzt knallen sollte, ja, dann sind wir weg. Dann habt ihr aber noch den anderen Teil gehabt. Wir hoffen es mal nicht, ne? So. Es ist an. Volts. Könnt ihr die Volts sehen? Ja, die Lampe stört, ne? So, ne? So, was haben wir denn hier? Wir haben einmal plus 5 Volt, der zeigt ja jetzt im Minus an. Ist na. Wieso zeigt er mir jetzt hier gar nichts an? Achso, da. Ja, 5 Volt hat er. So, dann 12 Volt hat er auch, das passt. Das ist der Minus. Da müsste jetzt minus 12 Volt kommen. Das ist Dings. Das müsste jetzt nochmal wieder minus 12, 5. Ja, passt. So, und die circa 9 Volt Wechsel. Naja, 10,2 Volt Wechselspannung. AC hat er auch. Gut. Funktioniert bis hierhin. Hat nicht knallt. Hoffen wir, dass das Erfolg hatte. Das sehen wir dann im nächsten Teil. Okay, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Teil.